Willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal Autos an, die man noch mit 250.000 Kilometern kaufen kann. Die Betonung liegt natürlich auf kann. Klar, bei 250.000 Kilometern hat das Auto schon ein bisschen mehr Straße gesehen als natürlich bei weniger Kilometern, ist ja auch klar. Aber es gibt natürlich auch Vielfahrer, die zum Beispiel in ein paar Jahren einfach mal ja die 200.000 Kilometer mehr oder weniger schon erreichen. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die mit dem Auto gerade mal 2.000 Kilometer pro Jahr fahren und ja, somit dann natürlich nicht so viele Kilometer da drauf machen. Was jetzt besser oder was schlechter ist, das muss jeder irgendwo ein bisschen selber wissen. Ich persönlich bin eigentlich ein Freund davon, auch mal Autos, die mehr Kilometer haben, auch eine Chance zu geben, weil oft sind die Motoren bei richtiger Benutzung auch ziemlich lange haltbar, vor allem Dieselmodelle, ich glaube jetzt heute in der Auflistung kommen auch tatsächlich nur Diesel vor, sind da natürlich auf jeden Fall mit dabei. Ja, ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung dazu bzw. eure Erfahrungen auch ein bisschen davon in die Kommentare reinschreiben. Seid ihr eher jemand, der immer ein Auto mit unter 100.000 Kilometern unbedingt kaufen muss oder gebt ihr auch mal Autos, die an die 200.000 Kilometer haben, vielleicht mal eine Chance? Schreibt es mal gerne rein. Ich würde sagen, wir beginnen aber direkt mal mit dem ersten Auto und hier haben wir eigentlich schon einen klassischen Motor von Mercedes und zwar der 350er CDI Motor, also ja, einen 3,5 Liter Dieselmotor ist es in dem Fall und hier gibt es wirklich Autos, die weit über 1 Million Kilometer auch mit dem Motor schon geschafft haben. Ja, vielleicht liegt es einfach an der Laufruhe, die der Motor hat, beziehungsweise auch mehr oder weniger einfach daran, dass man bei dem Motor nicht wirklich viel Drehzahl braucht, um halt auch schon viel Drehmoment zu haben. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel in der Limousine wurde der verbaut, der wurde aber auch im Kombi oder auch im E-Klasse Coupé beziehungsweise Cabrio verbaut. Wir haben hier halt einen 231 PS V6 Motor, wie gesagt, von 2010 ist der hier jetzt und ja, ich finde, man kann gegen das Auto eigentlich fast nichts sagen. Für 6.500 Euro sieht das Auto hier auf jeden Fall immer noch sehr schick aus, finde ich. Beim Verbrauch sind wir bei dem Motor jetzt auch nicht wirklich krass. Der wird so zwischen 8 und 10 Liter, denke ich mal, sich ungefähr nehmen. Ich sehe hier sogar gerade, dass es ein Blue Efficiency ist. Da kann es dann sein, dass es sich vielleicht auch ein bisschen weniger Sprit nimmt. Aber ja, Motor und Getriebe laufen anscheinend okay, schreibt er hier hin. Ich denke, ja, dass das, was am ehesten noch kaputt gehen kann, vielleicht sogar bei dem Auto das Getriebe ist. Die Motoren sind, ja, das habe ich jetzt einfach schon von vielen Leuten gehört, die diesen Motor mit 400.000, 500.000 Kilometer gekauft haben und die trotzdem noch funktionieren. Ist natürlich auch immer ein leichtes Fressen für so Kilometer-Mafia oder so, die Motoren, weil man dann einfach, ja, Autos mit 400.000 oder 500.000 Kilometer kurz mal auf 150.000 runterschraubt und es mehr oder weniger eine Laie halt nicht mal merkt. Wenn wir direkt weitergehen, dann kommen wir sozusagen zur kleineren Version der E-Klasse, also hier die C-Klasse der 204 Baureihe. Auch hier mit einem Dieselmotor wieder und zwar der 220er CDI. Hier haben wir einen 2,2 Liter Vierzylinder Reihenmotor. Jetzt hier für 4.300 Euro sogar. Und ja, die Motoren habe ich jetzt auch schon öfters in solchen Autos gesessen mit weit über 350.000 Kilometern. Und man wird es kaum glauben, gerade den Sitzen und so, wie man es hier sieht, sieht man diese Kilometerstände bei dem 204 einfach komplett nicht an. Man sitzt einfach in einem Auto drin und denkt, das wäre ein ganz normales 120.000, 130.000 Kilometer Auto. Klar, jetzt natürlich kein Neuwagen, aber selbst hier das Lenkrad sieht für mich jetzt nicht wirklich nach knapp 300.000 Kilometer aus. Das muss man dem 204 einfach lassen. Gerade die Innenraumqualität und ja auch die Haltbarkeit der Materialien ist einfach so krass bei dem Auto. Und ja, hier kann man mit dem Auto auch noch, wenn man will, nochmal 100.000 draufballern und es wird wahrscheinlich nicht viel am Motor passieren. Klar muss man auch dazu sagen, bei solchen Kilometerständen kann es natürlich immer mal wieder zu irgendwelchen Dingen kommen, dass man irgendwelche Pumpen tauschen muss oder dass vielleicht auch mal was am Fahrwerk ausgeschlagen ist oder so. Aber ich denke, da ist man selbst bei kleineren Kilometerständen nicht unbedingt davor sicher. Hundertprozentige Sicherheit, dass bei den Motoren was passieren kann, kann einem natürlich da niemand geben. Ich denke, da muss man dann einfach damit rechnen, wenn man sich zum Beispiel jetzt hier ein Auto für 4.000 Euro kauft, das normalerweise mit weniger Kilometern ungefähr das Doppelte kostet, dass da dann auch mal ab und zu was passieren kann, aber nicht unbedingt muss. Wenn wir jetzt mal weg von Mercedes kommen, dann sehen wir hier, dass auch Porsche ziemlich haltbare Motoren zum Teil verbaut. Und zwar hier im Porsche Cayenne der 3 Liter Dieselmotor. Auch wieder ein Sechszylinder. Und auch bei den Modellen gibt es viele Dinger im Netz, die 400, 500, 600.000 Kilometer drauf haben. Also hier bekommt man, finde ich, für seine 16.000 Euro auf jeden Fall ein extrem schickes Auto. Gerade auf dem ersten Bild mit diesen Vielspeichenfelgen, finde ich, sieht der noch sehr, sehr gut aus. Auch hier damals die Qualität von Porsche auch extrem krass gewesen. 250.000 Kilometer und der Sitz sieht wirklich fast noch aus, ja, wie nach 10.000, 20.000 Kilometern bei anderen Autos. Auch das Innenraumdesign bei dem Auto finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Gerade das Lenkrad und die Anordnung gefällt mir eigentlich bei dem Modell sehr, sehr gut. Jetzt gerade auf dem Bild hier zum Beispiel, finde ich, wirkt der Wagen einfach
extrem schick. Und da kann man auch, finde ich, nicht viel sagen. Gerade von vorne sieht der Wagen jetzt auch nicht unbedingt so aus, wie als wäre er schon 13 Jahre alt, meiner Meinung nach. Von hinten dann vielleicht schon ein bisschen eher bei dem Modell. Für 16.000 Euro kann man hier eigentlich auch nicht viel sagen. Bei dem Auto würde ich sogar noch eher sagen, da kann natürlich schon auch viel neben dem Motor noch kaputt gehen. Gerade was zum Beispiel auch das Luftfahrwerk bei den Autos angeht oder ja, bei so einem großen Auto sind dann einfach auch mehr Dinge verbaut, größere Kühler etc. Und wenn da mal was kaputt geht, dann kann es bei Porsche natürlich schon ein bisschen teurer werden als jetzt bei Mercedes, muss es aber auch nicht unbedingt. Wenn man da jemand kennt, der irgendwie ja so eine Porsche-Werkstatt betreibt oder so, kann man das ja vielleicht dann darüber ziemlich günstig dann trotzdem noch reparieren lassen. Auf der Liste jetzt heute auch auf jeden Fall mein Favorite hier, der Porsche Cayenne, weil es einfach, finde ich, immer noch sehr modern aussieht, das Auto, sich geil fährt und ja, trotzdem eigentlich ein ziemlich haltbarer Motor hier verbaut ist. Ja, jetzt kommen wir jetzt auch schon zum letzten Auto, ein bisschen außerhalb der Reihe, jetzt noch ein Oldtimer mit hier reingebracht. Gerade diese 123er mit diesen alten Dieselmotoren sind einfach Autos, das muss man sagen, die einfach fast unkaputtbar sind. Wenn man den hier noch als Schaltgetriebe hat, so wie das hier auf dem Bild jetzt auch einer ist, dann sind die Autos wirklich unkaputtbar. Klar wäre das jetzt nicht unbedingt für jeden ein Auto, das man im Alltag fahren will bzw. auch kann, aber wer ein Auto sucht, das vielleicht sogar noch im Wert steigen wird, obwohl man mehr Kilometer drauf ballert, der ist vielleicht bei so einem Auto gar nicht mal so falsch, weil die Preise, wo die Autos gerade kosten mit 6.000, 7.000 Euro zum Teil, die werden in ein paar Jahren einfach nicht mehr so sein. Das wird nach oben gehen, denke ich. Und hier haben wir halt wirklich noch Motoren, kein Turbo verbaut, keine große Elektrik irgendwie und somit kann bei dem Auto auch einfach wenig kaputt gehen. Also ja, ich denke, für die meisten sind die ersten drei Autos, die wir uns angeschaut haben, eher interessant, aber ja, als kleinen Gag wollte ich das Ding noch irgendwie hier mit reinbringen, weil ja, die Motoren einfach damals von Mercedes wirklich unkaputtbar sind. Und ja, bei uns in Stuttgart sieht man auch noch ziemlich viele 123er, 124er rumfahren, die gefühlt im Alltag seit, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren bewegt werden. Und ich meine, das spricht ja alleine schon für die Autos. Ja, welches Auto auf der Liste würdet ihr jetzt heute nehmen? Den 212er mit dem 350 CDI-Motor, den 204er mit dem 220er CDI, also auch Dieselmotor, den Porsche Cayenne von 2011 oder den 123er als Oldtimer? Schreibt es mir mal gern unten in die Kommentare rein. Und ja, wenn ihr euch für Autos interessiert, dann lasst auf dem Kanal hier auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Yo. Right, 24/7, I'm